Hi, Servus Leute, herzlich willkommen. Hier ist Andi für Kaleidoskop Jawolski. Heute kommen wir zu einer neuen Creepypasta. Es ist eine Pokémon Creepypasta. Geschrieben wurde sie von Alice. Und zwar geht es um die gute Schwester Joy. Also viel Spaß. Hast du dich jemals gefragt, warum es so viele Schwester Joys in den Pokémon-Spielen gibt? Wir alle haben gesagt bekommen, dass sie verdammt viele Geschwister haben. Aber mal ehrlich. Ist es möglich, so viele genetische, identische Schwestern zu haben? Gut, man weiß ja nie, aber trotzdem. Es scheint nicht so, als wolle sie jemanden den wirklichen Grund erfahren lassen. Es ist viel zu unrealistisch und passt überhaupt nicht zu ihr, dass jemand ihr Geheimnis kennt. Aber ich habe es herausgefunden, habe es gesehen und ich kann es dir sagen. Alles beginnt, wenn du ins Pokémon Center gehst. Du läufst hoch zu ihr und siehst ihr leuchtendes, pinkes Haar. Du grüßt sie und sagst diese schöne Stimme, die nicht wirklich gut zum Anfang eines Gespräches geeignet ist. Du hast vielleicht ein Gespräch mit ihr, vielleicht aber auch nicht. Sie nimmt dein Pokémon, dreht sich um und heilt sie und gibt sie zurück. Das ist die normale Routine. Das ist die normale Routine. Höchstwahrscheinlich wird sie während des ganzen Prozesses immer nett und fürsorglich sein. Behalte die Persönlichkeit, die sie hat, im Gedächtnis, da angeblich jeder eine eigene Persönlichkeit besitzt. Was du nicht weißt, ist, dass sie ein Aufspürgerät in deine Pokébälle installiert hat. In allen sechs, falls einer abfällt. Warum? Nun, als du das Gebäude betreten hattest, wusste sie, dass du perfekt bist. Sie wusste, dass du die Charakteristik für diesen Job hattest und du warst noch ein neuer Trainer. Je weniger du weißt, desto besser. Jedenfalls verfolgt sie dich per Aufspürgerät und alarmiert die anderen Schwester Joyce, dass du vielleicht auftauchst, sobald du einen von ihnen begegnest. Naja, lass sagen, sie kümmert sich um dich. Wie auch immer, wenn einer der Schwester Joyce einen Trainer sieht, den sie will und der über Nacht im Center schläft, beginnt ihr wahrer Spaß. Du wirst einem Zimmer zugeteilt, wahrscheinlich ein Zimmer nahe der Rückseite des Pokémon Centers. Kann ich deine Pokémon in einen anderen Raum bringen, damit sie geheilt und ausgeruht werden? Fragt sie vielleicht. Sag nein. Sag einfach nein. Es ist ihre Art, dich zu isolieren. All deine Habseligkeiten kannst du in dieser Schublade legen und sie abschließen und deine Sachen sicher aufzubewahren, während du schläfst, sagte sie in ihrer Stimme, von der du weißt, dass du sie bald nicht lieben wirst. Die Joys machen das, um dich zu entwaffnen. Natürlich vertraust du diesen netten Schwestern und all die Items, die du hast, verschwinden in einer Schublade und sie gibt dir den Schlüssel. Gute Nacht, bitte genieße deine Ruhe. Sie versucht dich zu beruhigen, aber wenn du genau hinsiehst, bemerkst du vielleicht das gekünstelte Gesicht, das sie hat, weil sie nahezu immer erfüllt von Erregung ist, bevor die Prozedur stattfindet. Kannst du jetzt den wahren Grund erraten? Wenn ja, gut gemacht. Wenn nicht, hör weiter. Um Mitternacht herum, wenn es normalerweise komplett dunkel ist und keine lebende Seele wach ist, außer unseren bezaubernden, sadistischen Schwestern, beginnt alles. Die Tür zu deinem Zimmer öffnet sich sanft. Da ist kein Quietschen oder Knacken, weil sie clever genug waren, die Tür zu ölen, sodass sie kein Geräusch macht, wenn man sie öffnet. Sie kommen mit einer Bahre herein, du weißt schon, dieses medizinische Tragegestell, die benutzt werden, um verletzte Menschen zu transportieren. Ihr Antlitz ist nicht mehr süß, eher teuflisch. Sie genießt das Ritual, sie liebt es. Das Anschwellen des Adrenalins, das sie bekommt. Das rote Glühen in ihren Augen, es ist, als sei sie vom Teufel selbst besessen. Obwohl du zu schlafen scheinst, will sie kein Risiko eingehen und nimmt sie eine Spritze heraus. Nein, es ist kein Gift, Dussel. Es ist ein flüssiges Schlafpulver in sehr hoher Dosierung. Eine Unze könnte dich für 2 Stunden schlafen lassen. In der Spitze sind 10 Unzen. Sie braucht all die Zeit, die sie kriegen kann, damit die Prozedur erfolgreich ist. Also liegst du K.O. auf der Bahre und wirst runter zur Halle geschubst, in einen Raum, der als Zimmer getarnt ist, zu dem nur Schwestern Zutritt haben.
Falls du es jemals irgendwie schaffst zu sehen, was drin ist, siehst du Folgendes: abgetrennte Gliedmaße und Körperteile unterschiedlicher Größen in Gläsern. Nur diejenigen, die sich nicht richtig verändern ließen. Da sind auch Hoden, ja, sie schneiden sie ab. Sie zerrt den Körper eines Jungen unter ein Sägegerät, das sie abtrennt. Sie hat nichts gegen das Bluten. Eigentlich sammelt sie das Blut durch den Ablauf und glast es ein. Du weißt schon, für den Fall, dass sie einen Drink braucht. Immerhin brauchen alle Joyce eine beständige Blutversorgung. Also der nächste Teil ist ihr Lieblingsteil. Joy nimmt ein Messer und schneidet dich von Ansatz des Halses bis zur Leistengegend auf. Sie macht das sehr sachte, weil sie es genießt. Und falls du aufwachen solltest, kannst du langsam leiden. In diesem Moment ist Joys Haar nicht hübsch. Es ist bedeckt mit Blut. Ihr Gesichtsausdruck hat sich komplett verändert. Ihre Pupillen ganz blutrot. Die Zähne sind plötzlich ein wenig gewachsen, was dafür sorgt, dass sie aussehen wie Reißzähne. Nein, sie ist kein Vampir. Naja, sie könnte einer sein, aber darum geht es hier nicht. Joy hat nun ein Lächeln, welches einer Mischung aus dem eines Clowns und eines Dämons ist, dass sie eine Flasche gefüllt mit einem speziellen DNA-Molekülserum herausnimmt. Joy-DNA-Moleküle, um genau zu sein. Doch bevor sie irgendwas damit tut, nimmt sie all deine Organe heraus, abgesehen von ein paar, wie deinem Herz und Gehirn. Sie vernäht deinen offenen Einschnitt, aber sie macht es nicht ordentlich. Am Ende bekommt es darauf aber auch nicht an. Das Serum muss direkt ins Gehirn gegeben werden, damit es funktioniert. Folglich wird Joy eine Säge herausnehmen, eine ungewöhnlich alte Säge, mit der sie deinen Schädel lediglich so weit aufschneidet, dass das Gehirn zu sehen ist. Das Serum ist eingeführt. Einige Minuten später wird dein Körper mehr Joy-ähnlich. Das Herz und das Gehirn werden weiter wiederbelebt, während neue Organe, Joy-Organe, in die leere Hülle wachsen, die dein Körper ist. Alle deine Schnitte werden geheilt und es ist, als hättest du die perfekte Haut. Der Vorgang ist abgeschlossen. Du wachst am nächsten Morgen mit dem Wunsch auf, in einem Pokémon-Center zu arbeiten. Überall wäre okay. Doch da ist auch ein DNA-Molekül, das dich dazu zwingt, nach minderjährigen Trainern Ausschau zu halten, die die nächsten Joy sein könnten. Natürlich kommt damit auch die Fähigkeit zu tun, was dir angetan wurde. Es ist so, du denkst, du wärst identisch zur anderen Schwester Joyce geboren worden. Doch warum sich so viel Mühe machen, nur um Menschen in Joyce zu verwandeln? Warum nicht einfach klonen? Nun ja, ich habe herausgefunden, dass es der echten Joy gefallen würde, eines Tages die Welt mit einer Armee Joyce zu regieren, die alles tun, nur weil ihre DNA sie dazu zwingt, dem Original zu folgen. Aber klonen würde zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und außerdem scheint das Ganze, ich habe viele identische Geschwister, eine gute Geschichte gewesen zu sein. Jetzt weißt du es. Fragst dich, woher ich das weiß? Nun, wer ist immer bei Schwester Joy? Wer ist derjenige im Hintergrund, der ihr hilft? Ich bin's. Shannara. Auch wenn mir gesagt wurde, ich solle nie über diese Informationen reden, obwohl ich ein Pokémon bin. Daher ist mein Rat für dich, nur auf eigenes Risiko ins Pokémon Center zu kommen. Man weiß ja nie. Die Sache mit der echten Schwester Joy ist die, sie liebt es, selbst zu jagen. Daher, wenn du ganz alleine schläfst oder dich nur ausruhst, denk nicht, du wärst sicher. Ich habe gehört, sie hat ein schönes dämonisches Gesicht, mit dem sie dich anstarren kann. Oh, sieht aus, als hätte sie gerade ein neues Opfer ausgewählt. Ich glaube, das bist du. Ja, das war die neue Creepypasta. Schwester Joy ist auch eine bekannte Creepypasta, aber ich wollte sie euch mal bringen. Okay, ja, jetzt seht ihr hier links und rechts die letzten zwei Videos und nicht vergessen, wer mitmachen möchte noch für die ultimativen Anime-Klassiker, der klickt dann einfach auf den letzten Vlog. Da wird dann alles nochmal erklärt. Okay, dann habt noch einen schönen Tag. Bis dann, Imanski. Ciao, ciao.